Kann KI kreativ? KI-Krimis mit Dr. Jaromir Konieczny. Willkommen zur neuen Folge der Videoreihe KI-Krimis der SRH Fernhochschule. In dieser Reihe stellen wir euch die spannendsten Entwicklungen in künstlicher Intelligenz vor, ihre Herausforderungen, ihre ungelösten Probleme, KI-Krimis. Alle wichtigen Links zu dieser Folge findet ihr in der Beschreibung unter diesem Video. Es wäre grandios, wenn ihr diesen Kanal abonnieren und eure Gedanken zum jeweiligen Thema unten in den Kommentaren beitragen könntet. Neugierig, begeisternd, menschlich. Ich heiße Jaromir Konieczny, ich bin Fachdozent für Künstliche Intelligenz an der SRH Fernhochschule. Viel Spaß mit unserem neuen KI-Rätsel. Die heutige ungelöste Frage der künstlichen Intelligenzforschung lautet: Kann KI kreativ? Die Frage ist höchst aktuell. Im April 2022 hat die künstliche Intelligenzplattform OpenAI ihr Deep Learning Modell DALL-E 2 vorgestellt. DALL-E ist ein Mischwort aus dem Nachnamen des Surrealisten Salvador Dalí und WALL-E, dem Namen des Pixar-Filmroboters. DALL-E ist somit ein Robo-Künstler. Das Modell malt nach englischsprachigen Textaufforderungen, den sogenannten Prompts, Bilder voller Poesie. Wenn künstliche Intelligenz heute kreativ ist, dann heißt sie DALL-E 2. Deswegen konzentrieren wir uns in diesem KI-Krimi-Rätsel vor allem auf die Schöpfungen dieses Modells. Wir sehen uns aber auch andere mögliche Erscheinungen der maschinellen Kreativität an, wie DeepMind-Modelle AlphaGo und AlphaGo Zero. Sie haben die Welt des chinesischen Go-Spiels verändert. Ich zeige euch, was wir unter Kreativität verstehen und wie wir diese erkennen. Was heißt kreativ? Danach beantworte ich, und sicher auch ihr, die Frage dieses KI-Krimis: Kann KI kreativ? Zuerst sehen wir uns an, was DALL-E 2 von OpenAI kann. Links auf der Seite seht ihr die Textaufforderung, nach der DALL-E 2 ein Bild kreieren soll. In dieser Demonstration könnt ihr zwischen ein paar Alternativen wählen, die dann fettgedruckt angezeigt werden. Zum Beispiel die erste Demo Textaufforderung: Ein Astronaut reitet ein Pferd, gezeichnet in einem fotorealistischen Stil. Ihr könnt DALL-E aber auch durch eine andere Auswahl zu einem Zeichner machen, indem ihr als Stil Federzeichnung auswählt. Darüber hinaus kann DALL-E 2 nach einer Textanweisung Objekte in bereits vorhandene Bilder einfügen, wie den Flamingo hier. Genauso kann das Modell Objekte aus Bildern entfernen. Dabei passt das Modell Schatten, Spiegelungen und Texturen des gesamten Bildes an. Ist das nicht erstaunlich? Das Modell kann nach Textanweisungen wunderhübsche Bilder hervorzaubern, kennt sich aber auch mit der Realität aus. Ein Traum. Ich träume mit. Außerdem kann DALL-E 2 aus vorhandenen Bildern verschiedene Variationen dieser Bilder erstellen. Na, wollt ihr DALL-E 2 eure eigenen Textaufforderungen malen lassen? Dafür könnt ihr euch bei OpenAI in die Warteschlange stellen. Vielleicht sehen wir uns dort, ich stehe schon darin. Um in die Warteschlange aufgenommen zu werden, müsst ihr nur oben links auf der DALL-E 2 Seite auf Join Waitlist klicken. Vorläufig wird DALL-E 2 noch nicht der breiten Öffentlichkeit angeboten. Jedoch haben schon viele Experten und Blogger das Modell getestet. Anmerken muss man hier, dass die von euch und DALL-E 2 erzeugten Bilder OpenAI gehören. Ihr könnt diese aber für nicht kommerzielle Zwecke verwenden.
Der künstliche Intelligenzkünstler und Blogger Merzmensch hat von DALL-E 2 bereits viele großartige Bilder malen lassen. Darüber hat Merzmensch einen ausführlichen deutschsprachigen Beitrag in seinem Blog Inter Merz bei der Blogplattform Medium veröffentlicht. DALL-E, die künstliche, künstlerische Intelligenz in Aktion. Die nach Textaufforderungen von Merzmensch erzeugten Bilder findet ihr in seiner Online-Galerie Merzdalleum bei Spatial Metaverse Spaces. Am Ende dieses KI-Krimis werden wir mit einem Avatar durch Merzdalleum wandern und die Werke dort genießen. Der Spaß muss aber noch etwas warten, zuerst brauchen wir etwas Vorwissen. Um zu entscheiden, ob Deep Learning-Modelle kreativ sein können, sollten wir grob wissen, wie sie arbeiten. Was erschließen sich diese Modelle bei ihrem Training mit vielen Daten, wenn sie zum Beispiel Objekte klassifizieren? Bei ihrer Datenverarbeitung lernen diese Modelle die hierarchischen Repräsentationen dieser Daten. Je tiefer sich eine Schicht von Neuronen in einem Deep Learning Modell befindet, umso abstrakter und komplexer ist die Repräsentation der verarbeiteten Daten. So wie es hier im Blogbeitrag auf der Distill-Seite an der Visualisierung der Merkmale im Google Linet gezeigt wird. Google Linet ist ein konvolutionales neuronales Netz der Bilderkennung. In der zweiten konvolutionalen Schicht werden einfache Merkmale der Objekte aus den eingespeisten Bildern dieser Objekte herausgefiltert, wie Kanten in bestimmten Richtungen. Je tiefer man ins Modell geht, umso komplexere Merkmale legt das Modell in der jeweiligen Schicht aus den einfacheren Merkmalen der vorhergehenden Schichten zusammen. Texturen, Muster, Teile und Objekte. Wenn zum Beispiel ein genug großes neuronales Modell an genug Bildern von Autos trainiert wird, um Autos zu erkennen, erschließt es sich alle auch noch so winzige Merkmale von Autos. Dann kann das Modell diese Merkmale zu Bildern von Autos kombinieren, die es noch nie gegeben hat. Nur symbolisch stelle man sich vor, die Autos setzen sich aus kleinen Bauteilen zusammen, die ineinander einrasten können. Man zerlegt Unmengen von solchen Autos in diese kleinsten Bauteile und mischt sie durch. Sie entsprechen den kleinsten Merkmalen der Klasse Autos. Auf der nächsten Stufe des hierarchischen Repräsentationslernens werden diese kleinsten Merkmale, Bauteile, zu etwas größeren Autobauteilen zusammengelegt. Diese werden in der dritten Stufe der Repräsentation der Klasse Autos zu noch größeren Autoteilen kombiniert, der höchsten bzw. abstraktesten Repräsentation entsprechen dann ganze Fahrzeuge. Auch solche Autos, die es noch nie gegeben hat, doch nur Autos. Man kann aus den Bauteilen keine Flugzeuge oder Tiere bauen, weil es eben in diesen Unmengen von Bauteilen keine Bauteile von Flugzeugen oder Tieren gibt, nur Merkmale von Autos. DALL-E 2 ist ein generatives Deep Learning Modell. Generative Modelle können neue Daten erzeugen, Texte, Bilder, Videos. Die ersten berühmten generativen Modelle waren GANs, Generative Adversarial Networks, von Jan Gottfellow im Jahr 2014 entwickelt. Von GANs generierte Werke wurden in den letzten Jahren im Netz mit viel Emotion diskutiert. Das Künstlerkollektiv Obvious hat von einem GAN-Modell das Bild Edmond de Bellamy malen lassen. Erinnert es euch an etwas? Ja, Bellamy ist die Übersetzung von Gottfellow, von dem Schöpfer dieser Modelle. Das Bild ging 2018 beim Auktionshaus Christie's für unglaubliche $432.500 über die Theke. Der Wahnsinn! Doch GANs haben uns auch mulmige Gefühle beschert. Erst sie haben nahezu echt aussehende maschinelle Fälschungen ermöglicht, Deepfakes,
von diesen Stellen die Blut und die Porn eine schlimme Form des Missbrauchs dar, bei denen Gesichter von Frauen in pornografische Szenen hineingefälscht werden. Aber auch Politiker-Videos können mit Guns manipuliert werden, Bilder und Stimmen. Zum Glück sind die meisten von uns nicht prominent genug, um gefälscht zu werden. Guns, Generative Adversarial Networks setzen sich aus zwei gekoppelten künstlichen neuronalen Netzen zusammen, dem Generator und dem Diskriminator. Der Diskriminator wird an Bildern von Objekten trainiert, zum Beispiel an Katzenbildern. Der Generator generiert zuerst aus zufällig verteilten Pixeln Katzenbilder, ohne zu wissen, wie Katzen aussehen, und versucht sie dem Diskriminator als echte unterzujubeln. Der Diskriminator kennt sich dagegen durch sein Training an vielen Katzenbildern mit Katzen aus. Erst wenn eine vom Generator vorgeschlagene Katzenfälschung den Katzenmerkmalen entspricht, die sich der Diskriminator antrainiert hat, erkennt der Diskriminator das Bild als echt an. So lernt der Generator durch die Entscheidungen des Diskriminators. Das Prinzip von Guns kann man wunderbar mit einem Grimmschen Märchen erklären. Ich bin ganz stolz, dass ich ein Märchen gefunden habe, das wie künstliche Intelligenz funktioniert. Der Wolf und die sieben Geißlein. Die Mutter Geist geht einkaufen. Der Wolf klopft an die Tür und gibt sich für die Mutter Geist aus. Nein, sagen die Geißlein, unsere Mama hat eine viel feinere Stimme. Der Wolf frisst Kreide, damit seine Stimme zarter wird. Doch auch diese Fälschung reicht nicht, weil der Wolf seine schwarze Pfote auf das Fensterbrett gelegt hatte. Wir machen nicht auf, rufen die Geißlein. Unsere Mutter hat keinen schwarzen Fuß wie du, du bist der Wolf. Der Wolf lässt sich die Pfote beim Bäcker mit Teig bestreichen und mit Mehl bestäuben. Am Ende lassen sich die Geißlein durch den Wolf überlisten und öffnen die Tür. Nehmen wir an, der Wolf hat die alte Geiß nie gesehen. Obwohl die Geißlein den Wolf bei jeder Fälschung entlarven, verraten sie ihm immer etwas mehr darüber, wie ihre Mutter aussieht. Somit lernt der Wolf immer besser, die Geiß zu fälschen, zu imitieren. Wer ist hier der Generator und wer der Diskriminator? Jawohl, der Diskriminator wird am Ende gefressen. DALL-E 2 ist noch komplexer als GAN. Tief in die Geheimnisse von DALL-E 2 könnt ihr im Paper der OpenAI-Forscher tauchen: Hierarchical Text Conditional Image Generation with Clip Latents. Gut verständlich ist DALL-E 2 und wie es arbeitet im Assembly AI-Blog beschrieben. Ich beschreibe hier nur rudimentär, wie DALL-E 2 funktioniert. Trotzdem werden die nächsten 2 Minuten recht anspruchsvoll sein. Keine Bange aber, nach der Beschreibung der Funktion von DALL-E 2 geht es wieder recht einfach weiter. Den Hauptteil von DALL-E 2 bildet ein anderer Deep Learning Modell von OpenAI CLIP, Contrastive Language Image Pretraining. CLIP lernt, Bilder mit kurzen Textstücken zu beschreiben. Im Grund erlaubt CLIP nach seinem Training mit Sprache auszudrücken, wie Bilder sich ähneln. Dafür wurde CLIP mit 400 Millionen Bildern und den zugehörigen Bildbeschreibungen trainiert. Dieser Teil des Trainings ist auf dem Bild über der gepunkteten Linie dargestellt. CLIP wird jedoch nicht wie bei einer normalen Bildklassifizierung trainiert. Ein Klassifizierungsmodell lernt, Objekte in fest eingegrenzte Klassen einzuteilen. Das ist ein Hund, das ist eine Katze. CLIP dagegen lernt stattdessen kontrastiv, das heißt, wie verwandt eine Beschreibung mit einem Bild ist. Nach seinem Training wird CLIP eingefroren. Es lernt nichts mehr dazu, liefert nur seine antrainierten Bild- und Bildbeschreibungspaare in Form ihrer inneren Repräsentationen. Diese Repräsentationen heißen Text- und Bildeinbettungen. Ich nenne sie in diesem Video interne Codierungen oder einfach Codierungen und damit basta. Merkt euch vor allem, CLIP ist das Modul von DALL-E 2, das bestimmt, wie verwandt ein Bild mit einer Bildbeschreibung ist.
Aus Clips Bildkodierungen werden von Glide, einem anderen OpenAI-Modell, Bilder generiert. Dafür benutzt Glide ein Diffusionsmodell. Diffusionsmodelle lernen, aus verrauschten Bildern saubere Bilder zu erzeugen, indem sie den Prozess des Verrauschens der Bilder umkehren, so wie es die Forscher der Universität Berkeley in diesem Paper aus dem Jahr 2020 gezeigt haben. In kleinen Schritten wird ein Bild verrauscht, indem die Bildpixel durcheinander gemischt werden, und das Diffusionsmodell lernt dabei, wie man diese Schritte anschließend rückwärts geht und dabei die verrauschten Pixel immer mehr zum ursprünglichen Bild ordnet. Wie wenn Hänsel und Gretel zu ihrem Haus zurückfinden wollen und unterwegs in den Wald Schritt für Schritt Brotkrumen auf den Weg streuen. Wenn die Vögel die Brotkrumen nicht gefressen hätten, wären sie wieder Schritt für Schritt zu ihrem Haus zurückgekommen. Auch Hänsel und Gretel sollen, wie die sieben Geißlein, gefressen werden, nur haben sie Glück, die Hexe ist verwöhnt als der Wolf und will die beiden braten. Ist euch schon aufgefallen, wie die Grimmschen Märchen den Kannibalismus zelebrieren? Märchen sind nun mal das Erlebnis der menschlichen Kreativität, so widmen wir uns besser der maschinellen. Ein noch besseres Bild eines Diffusionsmodells hat der Blogger Daniel Fein bei der Blogplattform Medium vorgestellt. Den Zauberwürfel, Rubik's Cube. Jede seiner 6 verschiedenfarbigen Seiten setzt sich aus jeweils 9 Feldern zusammen. Wir halten den vollständig geordneten Würfel in den Händen. Schritt für Schritt verrauschen wir den Würfel, indem wir bei jedem Schritt eine beliebige Drehung machen, bis wir die einfarbigen Seiten komplett auseinanderdrehen. Dabei merken wir uns aber jeden Schritt. So können wir von dem vollkommen verrauschten, verdrehten Würfel wieder Schritt für Schritt zu den 6 einfarbigen Seiten des geordneten Würfels zurückkommen. Dank seinem Diffusionsmodell lernt Glide also anhand von Clips Bildkodierungen Bilder zu generieren. Nur würde ein solches Diffusionsmodell aus Rauschsignalen nur Bilder von Gesichtern generieren, an denen es trainiert wurde. Um Glide zu ermöglichen, mehr als nur die Trainingsgesichter zu erzeugen, wird sein Training mit zusätzlicher Textinformation erweitert. Textbedingte Bildgenerierung heißt es. Glide wird somit trainiert, aus Bildkodierungen textbedingt neue Bilder zu erzeugen. Jetzt muss man das Modell nur noch dazu bringen, nach einer bestimmten Textaufforderung eine entsprechende Bildkodierung zu erzeugen, aus der dann von Glide Bilder generiert werden können. So wie der Astronaut auf dem Pferd am Anfang dieses Videos nach einer solchen Textaufforderung generiert wurde. Das macht der sogenannte Prior, auch ein Diffusionsmodell. Außerdem liegen DALE's Modulen, Transformer-Modelle zugrunde. Wie ihr seht, ist DALE 2 ein recht komplexes Modell aus einigen komplexen, aufeinander gestapelten Modellen. Für ein tieferes Verständnis empfehle ich euch den oben erwähnten und unter dem Video verlinkten Assembly AI Blogbeitrag. DALE 2 ist so komplex, dass man ein langes Video bräuchte, um das Modell befriedigend zu erklären. Selbstverständlich können auch Diffusionsmodelle für Deepfakes und Desinformation missbraucht werden. Genauso zeigen solche Modelle manchmal aufgrund ihrer Trainingsdaten Voreingenommenheit, Bias. Darum geht es aber in diesem KI-Krimi nicht. Heute erkunden wir, ob solche Modelle kreativ sind. Bevor wir das aber entscheiden können, müssen wir ein paar Fragen ausloten. Was ist Kreativität? Wann sind Menschen kreativ? Welche Arten der Kreativität gibt es? Wie könnte Kreativität getestet werden? Was passiert in uns während eines kreativen Prozesses? Was sind die Voraussetzungen für eine kreative Handlung?
Bei solchen Fragen landen wir schnell auf einem Feld mit tausend Meinungen jenseits des Beweisbaren, auch wenn die Hirnforschung auch den kreativen Prozess immer tiefgehender erforscht. Vielleicht können wir die Frage nach der Kreativität einfacher beantworten und das Produkt des kreativen Prozesses unter die Lupe nehmen. Das kreative Werk, ein Kunstwerk zum Beispiel. Wenn wir uns darauf einigen, was ein kreatives Werk oder ein Kunstwerk ist, können wir doch sagen, dieses Werk ist durch einen kreativen Prozess entstanden. Nach dem Philosophen Gerald Levinson und dem Psychologen Paul Bloom ist ein Werk ein Kunstwerk, wenn sein Urheber ein Kunstwerk tatsächlich kreieren wollte. Die Absicht des Künstlers, ein Kunstwerk zu erschaffen, sei oft wichtiger als das Erscheinungsbild des Kunstwerks. Diese Absicht des Urhebers müsste auch der Betrachter des Kunstwerks erfassen können. Dürfen wir dann aber die Steinzeitkunst als Kunst ansehen, die Venus von Willendorf zum Beispiel, die Höhlenmalereien von Altamira? Solche Kunstwerke sind mit keiner künstlerischen Absicht entstanden, eher aus rituellen Gründen. Zuerst landet der Hirsch auf der Höhlenwand, dann am Grill. Vor über 30.000 Jahren haben Menschen von Kunst sicher nicht einmal geträumt, keine Spur von künstlerischer Absicht. Außerdem ist ein gutes Kunstwerk mehr, als eine Künstlerin oder Künstler beabsichtigt haben. Schon der ungarisch-britische Chemiker und Philosoph Michel Polanyi klärte uns darüber mit seinem Paradox auf: Wir wissen mehr, als wir sagen können. So schaffen wir in einem kreativen Prozess oft mehr, als wir schaffen wollen. Der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki meinte, dass die meisten Schriftsteller von der Literatur nicht mehr verstehen als die Vögel von der Ornithologie. Im Jahr 1994 wollte ich beim ersten Poetry Slam im Club Substanz in München auftreten. Meine künstlerische Absicht war, eine tief traurige Geschichte zu schreiben und vorzutragen, die alle 400 Zuhörer im Club zum Weinen bringen würde. Doch sie haben bei jedem Wort gelacht wie die Wahnsinnigen. So musste ich meine künstlerische Absicht ändern und statt eines Traurigen ein lustiger Schriftsteller werden. Da die künstlerische Absicht oft unbeabsichtigt ausgeht, sollten wir sie tatsächlich Maschinen zumuten? Die Ideen von Levinson und Bloom wurden im Jahr 2021 von den Philosophen Else Sigoutte-Mikalonité und Markus Knier in einer Studie diskutiert und in Experimenten geprüft. Mikalonité und Knier haben festgestellt, dass Menschen Roboterbilder und Menschenbilder etwa gleich häufig als Kunst beurteilen. Nur werden Roboter von Menschen viel weniger als Künstler angesehen als menschliche Künstler. Die Autoren vermuten, dass es mit der Definition eines Kunstwerks von Levinson und Bloom zusammenhängt. Menschen seien weniger bereit, Robotern künstlerische Absichten zuzuschreiben. Aha, sind Maschinen also nur deswegen nicht kreativ, weil wir Menschen sie nicht kreativ haben wollen? Was heißt aber künstlerische Absicht? Können heutige künstliche Intelligenzmodelle überhaupt Absichten haben? Absichten sind mentale Zustände, die zu einer bestimmten Handlung führen. Heutige künstliche Intelligenzmodelle haben keine mentalen Zustände, keinen Geist, keine Vernunft, kein Bewusstsein und somit auch keine Absichten. Das haben wir schon in der KI-Krimi-Folge »Kann künstliche Intelligenz Bewusstsein haben?« erkundet. Unsere beste heutige künstliche Intelligenz, große Deep Learning-Modelle, kann sich wunderbar Merkmale von Daten in sehr großen Datenmengen erschließen und sie neu zusammensetzen, auch recht originell. Trotzdem wird sie dazu von Menschen angeleitet. Auch die Absicht des Werks von DALL-E 2 ist die Textaufforderung des menschlichen Urhebers. Somit kann unsere heutige KI nur dann zielgerichtet handeln, wenn der Mensch ihr das Ziel durch die Art ihrer Trainingsdaten und der Zielfunktion vorgibt
und durch zusätzliche Anweisungen, wie eben die beschriebenen Textaufforderungen. Auf jeden Fall ist hier die Kollaboration der KI mit einem menschlichen Künstler wichtig. Der Mensch hat die künstlerische Absicht, mit Hilfe von KI Kunst zu schaffen. Er passt das KI-Modell seiner Absicht an. Er gibt der Maschine vor, wie und was sie trainiert und grob, wie das gewünschte Werk aussehen solle. Außerdem wählt der Mensch vorzeigbare maschinelle Werke aus. Ist aber künstliche Intelligenz deswegen nicht kreativ, nur weil sie keine künstlerische Absicht hegt, weil sie keine Gefühle hat? Zum Glück wird ein Kunstwerk auch danach definiert, wie es auf Menschen wirkt, ohne über Absichten zu grübeln. George Dickey meinte, ein Objekt sei ein Kunstwerk, wenn eine Institution der Kunstwelt dieses Objekt als Kunstwerk anerkenne. So elitär will ich nicht sein. Nach dem Philosophen und Kunstkritiker Ercha C. Dentus könne die Kunstwelt, Art World, auch eine Gruppe von nicht-institutionellen Kunstkundigen sein. Wir zum Beispiel. Auch beim Poetry Slam, auf dem ich künstlerisch aufgewachsen bin, wird das beste Bühnenstück des Abends vom Publikum bestimmt. Das heute beste Bühnenkunstwerk eines Gesamtkunstwerks des heutigen Poetry Slams, egal für wie große Künstler und Künstlerinnen wir auf der Bühne uns halten. Doch nicht nur Kunstwerke werden kreativ erschaffen. Nach der britischen Kognitionswissenschaftlerin und KI-Forscherin Margaret Ann Bowden ist Kreativität die Fähigkeit, Ideen oder Artefakte hervorzubringen, die neu, überraschend und wertvoll sind. Ideen umfassen hier Konzepte, Gedichte, musikalische Kompositionen, wissenschaftliche Theorien, Kochrezepte, Choreografien, Witze und so weiter und so fort. Artefakte umfassen Gemälde, Skulpturen, Dampfmaschinen, Staubsauger, Töpferwaren, Origami, Penny Whistles und sie können noch viel mehr nennen, sagte Margaret Bowden und recht hat sie. Diese Definition der Kreativität finde ich wunderbar, dass sie das kreative Werk und seine Betrachtung in den Vordergrund stellt. Wenn ein Mensch oder eine Maschine etwas Neues, Überraschendes und Wertvolles erschaffen, dann sind der Mensch oder die Maschine kreativ. Diese Kreativität muss nicht nur zu einem Gemälde, einer Musikkomposition oder einem Gedicht führen. Auch ein neuer Programmcode kann das Ergebnis eines kreativen Prozesses sein, die Art des Fußballspielens, ein wunderhübscher Jongliertrick, zum Beispiel ein ganz neuer Jongliertrick, den man sich ausdenkt, alles Mögliche, alle möglichen neuen Sachen. Eine wissenschaftliche Entdeckung gehört auch dazu, eine ungewöhnliche Erforschung des Unbekannten, ein Schachspiel, ein Zug im komplexen chinesischen Spiel Go. Der Sieg des Deep Learning Modells AlphaGo der Firma DeepMind über den damals weltbesten Go-Spieler der Welt Lee Sedol im Jahr 2016 war ein Meilenstein der künstlichen Intelligenzentwicklung. Den Dokufilm AlphaGo, darüber kann ich euch wärmstens empfehlen, hat aber die Maschine AlphaGo das hochintuitive Go-Spiel kreativ gespielt? Um das herauszufinden, stelle ich nur kurz die drei verschiedenen Arten bzw. Wege der Kreativität vor. Wenn AlphaGo bei seinen Spielen mit Lee Sedol alle diese Kreativitätswege oder Arten gezeigt hat, müsste die Maschine doch kreativ sein, oder? Zumindest was den Konzeptraum des Spiels Go angeht. Nach Margaret Bowden gibt es diese drei Wege der Kreativität. Kombinatorische Kreativität, exploratorische oder erforschende Kreativität und transformatorische oder verändernde Kreativität. Sehen wir uns die einzelnen Kreativitätsarten an. Mit der kombinatorischen Kreativität kombiniert der kreative Mensch bekannte Versatzstücke zu etwas Neuem, Unbekannten. Das kann aber unsere Deep Learning KI auch.
sich bei ihrem Training mit sehr vielen Daten die winzigsten Merkmale dieser Daten zu erschließen und diese dann hierarchisch in immer tieferen Schichten eines künstlichen neuronalen Netzes zu immer komplexeren und abstrakteren Repräsentationen dieser Daten zu kombinieren. Bei der erforschenden Kreativität geht es darum, neue Wege in einem bestimmten Konzeptraum zu beschreiten. Konzepträume sind strukturierte Denkstile. Zum Beispiel ist Poetry Slam ein solcher Konzeptraum. Darin ist vieles möglich, jedoch wurden noch nicht alle Möglichkeiten des Poetry Slams erkundet und ausgeschöpft. Bis eine kreative Poetin auf die Bühne kommt und uns mit einer neuen Art der Performance und des Textes berauscht, die wir noch nie in diesem Konzeptraum Poetry Slam so erlebt haben. Ein solcher Konzeptraum kann aber auch das hochintuitive chinesische Go-Spiel sein. Beim Go-Spiel setzen zwei Spieler abwechselnd ihre weißen und schwarzen Steine auf ein Brett mit 19x19 Feldern. Ein Schachbrett hat nur 8x8 Felder. Dabei versucht der jeweilige Spieler, die Steine des Gegners einzukreisen und somit diesen Teil des Spielfelds zu erobern. Wer mehr als die Hälfte des Bretts mit seinen Steinen erobert hat, gewinnt. Im Jahr 1996 hat der Schachgroßmeister Garry Kasparov im Schach gegen die Brute Force IBM-Maschine Deep Blue verloren. Brute Force bedeutet pure Rechenkraft. Deep Blue war keine KI. Damals haben Experten gesagt, Schach sei nicht so kompliziert wie Go. Es kann 100 Jahre dauern, bis ein Computer Menschen bei Go schlägt. Vielleicht sogar noch länger, sagte nach dem Spiel in der New York Times Dr. Pierre Duhat, ein Go-Spieler und Astrophysiker am Institute for Advanced Study in Princeton. Dazu merkte der New York Times an, um ein anständiges Go-Spiel zu spielen, muss ein Computer mit der Fähigkeit ausgestattet sein, subtile, komplexe Muster zu erkennen und auf die Art von intuitivem Wissen zurückzugreifen, das das Markenzeichen der menschlichen Intelligenz ist. Dieses intuitive Wissen zeigte im Jahr 2016 AlphaGo, ein Modell der KI-Firma DeepMind, als es überlegen den weltbesten Go-Spieler Lee Sedol 4:1 besiegte. Die Grundlage von AlphaGo waren eine fortgeschrittene Baumsuche und zwei tief lernende neuronale Netze, die mit dem bestärkenden Lernen trainiert wurden. Deep Reinforcement Learning. Bestärkendes Lernen ist Belohnungslernen. Fortschritte beim Training werden mit Pluspunkten belohnt, so wie man einem Hund das Skateboardfahren beibringt, indem man ihm für jeden bewältigten Schritt des Skateboardfahrens ein Leckerli gibt. Zuerst lernte AlphaGo aus menschlichen Go-Spielen. In der zweiten Trainingsphase spielte AlphaGo gegen sich selbst. AlphaGos Nachfolgermodell AlphaGo Zero wurde trainiert, indem es nur noch gegen sich selbst spielte und wurde in Go noch viel besser als sein Vorgängermodell AlphaGo. Darüber schrieb DeepMind, im Laufe von Millionen von AlphaGo Zero versus AlphaGo Spielen lernte das System das Go-Spiel nach und nach von Grund auf und sammelte innerhalb weniger Tage Tausende von Jahren an menschlichem Wissen. AlphaGo Zero entdeckte auch neues Wissen und entwickelte unkonventionelle Strategien und kreative neue Züge, die die neuartigen Techniken, die es in den Spielen gegen Lee Sedol und Qi Ji, ein chinesischer Spieler, ein Jahr später anwandte, wiederholten und übertrafen. Diese Momente der Kreativität geben uns Zuversicht, dass KI ein Multiplikator für den menschlichen Einfallsreichtum sein und uns bei unserer Mission helfen wird, einige der wichtigsten Herausforderungen zu lösen, denen sich die Menschheit gegenüber sieht.
Bereits das erste DeepMind-Modell AlphaGo hatte beim Spielen des hochintuitiven Go-Spiels gegen Lee Sedol die bekannten Go-Strategien über den Haufen geworfen. Statt sklavisch nur besser den Stil der menschlichen Go-Großmeister nachzuahmen, hat AlphaGo sehr unkonventionell gespielt und Züge gemacht, die versierte Beobachter dieses Spiels Mensch gegen Maschine zuerst für unsinnig hielten, bis sie eines Besseren belehrt wurden. Vor allem AlphaGos 37. Zug im zweiten Spiel gegen Lee Sedol hat alle Go-Experten regelrecht vor den Kopf gestoßen und trotzdem zum Sieg von AlphaGo in der zweiten der 5 Partien geführt. In seinem lesbaren Buch »The Creativity Code – Art and Innovation in the Age of AI« schreibt der Mathematiker Markus Dussautoy: Der Zug 37 im Spiel 2 war ein wirklich kreativer Akt. Er war sicherlich neuartig, sorgte für Überraschungen und hat sich im weiteren Verlauf des Spiels bewährt. Es handelte sich um eine exploratorische Kreativität, bei der die Grenzen des Spiels bis zum Äußersten ausgereizt wurden. Bei der transformatorischen Kreativität wird der Stil eines Kontextraums verändert. Ein Paradigmenwechsel findet statt. Die Erde wird von der Mitte der Welt verstoßen und durch die Sonne ersetzt. Newtons absoluter Raum wird von Einstein relativ gemacht. Ein neuer Stil in der Kunst entsteht. Aber auch eine neue Art, Go zu spielen. AlphaGo, ein Deep Learning Modell, hat freier, anarchischer und intuitiver gespielt als Generationen von menschlichen Go-Großmeistern. Diese neue Art, Go zu spielen, war aber nicht nur ein Beispiel dafür, wie das Spiel von AlphaGo tiefgehend erforscht wurde. Diese Art, Go zu spielen, war ein Game Changer, der menschlichen Go-Spieler neue, nie beschrittene Wege zum Ziel zeigte, einen neuen Spielstil. So wie Kate Metz in Wired schrieb: AlphaGo versteht, wie Menschen spielen, kann aber auch über das menschliche Spiel hinaus auf eine ganz andere Ebene des Spiels blicken. Seit 2016 und AlphaGo wird Go anders gespielt. Nach seinen Spielen gegen AlphaGo sagte Lee Sedol: Ich dachte, AlphaGo basiere auf Wahrscheinlichkeitsrechnungen und sei nur eine Maschine. Aber als ich diesen Spielzug sah, änderte ich meine Meinung. AlphaGo ist sicherlich kreativ. Das generative Modell DALL-E 2 ist ein anderer und ganz frischer Kandidat für maschinelle Kreativität, diesmal der künstlerischen Art. Der KI-Künstler und Blogger Merzmensch hat mit DALL-E 2 gearbeitet und diese Arbeit ausführlich in seinem Beitrag DALL-E, die künstliche, künstlerische Intelligenz in Aktion, beschrieben. Mit der Textaufforderung Mona Lisa trinkt Wein mit Da Vinci von Merzmensch hat DALL-E 2 Da Vinci und seine Mona Lisa neu interpretiert. An den Fingern, die das Glas halten, sieht man noch eine kleine Störung. Solche technischen Mängel verschwinden jedoch sicher durch die weitere Entwicklung des Modells. Außerdem geht es hier schon durch die Textaufforderung um eine Kollaboration Mensch-Maschine. Solche technischen Fehler kann der Mensch mit einem anderen Programm wie Photoshop nachbessern. Andere Sachen auf dem Bild sind viel wichtiger, die Merzmensch in seinem Blogbeitrag erwähnt. Beachten Sie den Fokus auf das Glas. Beachten Sie das Lächeln der Mona Lisa. Und beachten Sie den horizontalen Pegel der Flüssigkeit im Glas. Ich nehme an, DALL-E weiß bereits, wie Gläser einschließlich Wein aussehen. Da hat er recht. Ist diese Mona Lisa nicht wunderhübsch poetisch, wie sie mit ihrem Meister Wein trinkt? Gleich können wir selbst digital durch Merz DALL-E umwandern, die Online-Galerie von Merzmensch und Bilder von DALL-E 2 begutachten. Vielleicht können wir dann selbst entscheiden, ob DALL-E 2 kreativ ist.
Können wir Kreativität testen? Für kreativ halten wir die meisten menschlichen Künstler. Wie stellen wir aber fest, ob Maschinen kreativ sind, ohne dass wir uns um ihre nicht vorhandenen Absichten kümmern? Könnten wir sachkundigen Menschen maschinelle Kunstwerke zeigen und sie fragen, ob ihre maschinellen Urheber kreativ seien? Nur würden hier viele Prüfer sich vielleicht durch ihre Vorurteile leiten lassen, dass Maschinen eben nicht kreativ seien. Am besten, man sagt diesen Prüfern nicht, ob ein Werk von einer Maschine oder von einem Menschen stammt. Man zeigt den Prüfern nur einen Stapel maschinelle und einen Stapel menschliche Kunstwerke und lässt sie raten. Wenn Prüfer maschinelle Werke als von Menschen geschaffen bewerten, sind Maschinen kreativ und damit basta. Erinnert euch diese Art Prüfung an etwas? Jawohl, an den Mathematiker Alan Turing und sein Imitation Game, den Turing-Test. Im Jahr 1950 schlug Alan Turing in seinem Artikel Computing Machinery and Intelligence einen Test für künstliche Intelligenz vor. Turing hatte schon 1936 in einem anderen Artikel unsere heutigen Computer theoretisch begründet. Im Zweiten Weltkrieg hat Turing mit ein paar Kollegen zusammen die Verschlüsselungsmaschine der Wehrmacht Enigma geknackt und damit nach Churchill den Krieg um 1,5 Jahre verkürzt. Mit dem Artikel von 1950 wurde Turing zum Urvater der wissenschaftlichen künstlichen Intelligenzforschung. Sein KI-Test, später als Turing-Test bekannt, wurde einem alten viktorianischen Spiel nachempfunden. Bei diesem Spiel sollte ein Mensch raten, ob er mit einer Frau oder einem Mann kommuniziere. Der oder die Getestete saß in einem verschlossenen Zimmer. Die Fragen und Antworten wurden durch den Türspalt unten ausgetauscht. Beim Turing-Test stellen menschliche Prüfer einen Menschen und einer Maschine Frage, meist über eine Tastatur, und müssen am Ende entscheiden, wer die Maschine und wer der Mensch sei. In der maschinellen Verarbeitung der natürlichen Sprache gilt der Turing-Test jedoch als überholt. Es gibt neue und bessere Bewertungssysteme, um Sprach-KI zu testen. In ihrem Artikel von 2010, The Turing-Test and Artistic Creativity, diskutiert Margaret A. Bowden einen Turing-Test für das Testen der künstlerischen Kreativität. Darin schreibt sie, der Turing-Test für Computerkunst wurde schon gelegentlich verhaltensmäßig auf Weltklasse-Niveau bestanden. Seit diesem Artikel von Margaret Bowden gab es einige Studien, die den Turing-Test für das Testen der maschinellen Kreativität einsetzten oder verbesserte Tests vorschlugen. Für uns nehmen wir jetzt einfach an, dass wir objektiv genug sind, einer Maschine Kreativität zuzuschreiben, wenn uns ihre Bilder überzeugen, ohne das direkte Imitation Game als Versteckspiel einzusetzen. Dafür sind wir nicht ausgerüstet. Unseren abgeschwächten Turing-Test machen wir jetzt selbst. Ich, die Freunde hier im Studio und ihr mit Bildern von DALL-E 2 im März, DALL-Eum von Märzmensch. Susanne lässt unseren Avatar durch die digitale Galerie spazieren und wir bilden uns eine eigene Meinung. Auf den gelben Schildern stehen die englischsprachigen Textaufforderungen. Nach diesen Anweisungen hat DALL-E 2 die anschließend gezeigten Bilder kreiert. Gollum writes his autobiography. Dog with his master.
existence is not proven. Wir sind am Ende dieses KI-Krimis angelangt. Wie sollen wir die Frage dieses Rätsels beantworten? Kann KI kreativ? Was meint ihr? Meiner Meinung nach ist DALL-E 2 kreativ, kann aber als Künstler nur in einer Symbiose mit einem menschlichen Künstler bestehen. Ein kreativer Part eines DALL-E 2 Kunstwerks ist eben auch die Textaufforderung des menschlichen Künstlers. Je fantasievollere Anweisungen der menschliche Künstler DALL-E 2 gibt, umso verzückender ist das, was das Modell nach diesen Anweisungen malt. Außerdem ist nicht jedes von DALL-E 2 gemalte Bild großartig. Hier muss der Mensch auswählen. In dieser Phase kann es in den Bildern von DALL-E 2 auch kleine technische Mängel geben, die der menschliche Künstler nacharbeiten könnte. Erst dann ist das Kunstwerk der Mensch-Maschine-Zusammenarbeit vollkommen. Auch hier sehen wir, dass Maschinen uns nicht ersetzen sollen. Sie erweitern unsere Fähigkeiten. Sie sind kreativ. Mit uns. Wenn ihr tiefer in künstliche Intelligenz und Data Science tauchen wollt, begrüßen wir euch gern an der SRH Fernhochschule. Die Welt ist voller Wunder und die Wissenschaft die Poesie der Realität. Wir sind die Forschungsreisenden von heute, Seefahrer auf Routen durch unerforschte Welten. Denkt dran, unseren KI-Krimi-Kanal zu abonnieren. Bis wir uns bei der nächsten spannenden Folge wiedersehen, wünsche ich euch viel Spaß mit Deep Learning.